Jetzt gehe ich mal hier auf Twitch noch. Entschuldigung. So. Einen wunderschönen Tag. Ich habe mir heute Arbeit mit nach Hause genommen und habe gedacht, warum in die Ferne schweifen? Wenn Sie sich bitte vorne überbeugen würden. Oh, ich muss natürlich noch auf anderen Seiten durchgeben, dass ich hier am Twitchen bin. So. So. Ich glaube, der Papa muss sich mal noch schnell eine Tüte holen. Ich komme gleich. So, noch immer nur Leute. Seltsam. Mach mal kurz einen Test. Ha! Zumindest der Chat funktioniert. Das will mir halt einfach keiner zu. Okay.
Na, alles fit? Hä, warum habe ich denn null Leute? Na, alles fit? Bin gerade auf Arbeit und habe nur den Ton an. Deswegen, hä? Ja, bei mir alles bestens. Chemiklo, du bist es. Du warst der edle Spender beim Badeskandal. Jetzt erinnere ich mich. Ich habe gestern, war ich wieder im Bad und seltsam. Ich habe nämlich keinen Zuschauer offiziell. Total weird. Irgendwas ist weird mit Twitch gerade im Moment. Eine tolle Idee. Philipp wieder mit seinem Fisting-Handschuhen. Ja. Hey, warum sagt mir, ich weiß ja nicht, ob das bei euch anders ist, aber mir sagt Twitch, ich hätte null Zuschauer. Und jetzt ist schon der zweite, der einen Kommentar macht. Alles seltsam. Jetzt habe ich 4 Zuschauer. Hey! Ich habe eine gute Idee, finde ich, für heute, für mein heutiges Bild. Entschuldigung, ihr wisst, dass das mal eigentlich nicht meine Art ist. Hey, ich muss heute Abend, man kann jetzt, mich hat Twitch schon lange angeschrieben, ich habe es nur nie gesehen, dass man mich jetzt auch abonnieren kann. Bringt euch, glaube ich, nicht so wirklich was, aber ich dachte, ich sag's euch mal. Vielleicht interessiert es euch ja doch. Also das, was hier so eine Nase hat, und jetzt kommt's, ist seine Nase. Uhuhu. Grandios, oder? Eine Nase mit Gesicht. Ich finde ja schon, dass ich extrem unmeta bin, weil ich der Nase nicht noch ein Gesicht gemacht habe. Also der Nase, von der Nase, falls ihr versteht. Abonnieren ist der erste Schritt zur Weltherrschaft. Hast doch eine kreative Community, dann kannst du deine eigenen lustige Echt? Kann ich Emoticons erstellen? Ich muss mal kurz, Leute, euch hier abschrauben, weil ich die Kamera, Entschuldigung, ein bisschen flexibler haben will. Das ist ja nämlich
bisschen näher dran. Jetzt kann man auch... Ups, puh, habe ich Glück gehabt, dass dieser Becher leer war. Jetzt kann ich nämlich euch auch richtig, ups, schön nah mit rannehmen. So. Hier ist natürlich die Quali viel besser. Ja, genau, wenn du Partner wirst, kannst du eigene Smileys machen. Siehe hier. Geil. Geil. Ja, das wird natürlich dann ohne Ende gemacht. Geil. Eigene Smileys. Daher kommen diese bescheuerten Fotos auch wahrscheinlich. Das sind halt die Grundsmileys, aber das wird ja mit sowas mal angefangen haben. Wie geht's euch denn heute? Ich muss natürlich immer rüber gucken jetzt. Aber, ich nehme gar nicht. Hallo Geppetto, ja, ey, Geppetto ist auch da. Wir müssen ein vorgeschriebenes Format haben, freigegeben werden und dann machen wir eine Teddys auf Twitch. Machen wir deine Teddys auf Twitch weltberühmt. Das freut mich. Ja, das ist eine gute Idee. Ein vorgeschriebenes. Ja, der Simon, ja, der Sikon, der müsste morgen oder übermorgen aus den USA wiederkommen. Und wenn der dann seinen Jetlag gedingst hat, dann wird sowieso auch nebenbei noch auf YouTube gestreamt, also von hier aus. Und dann wird das. Es gibt übrigens heute den Fokuhila Teddy auf meiner Facebook-Seite hier unten zu ersteigern. Ich glaube, erst bei 90 Euro, 40 auf 60 Zentimeter. Ich will ja jetzt hier keine Werbung machen, aber wenn das nicht das beste Weihnachtsgeschenk der Welt ist, dann weiß ich auch nicht. Seht ihr übrigens, dass das von schwarz nach ganz dunkelblau nach blau, der Übergang, das wird nachher ein geiler Old-Foto-Effekt, weil der Kontrast nach unten hin abnimmt, was nämlich bei alten Fotos auch sehr oft der Fall ist. Ja, ja. So sieht das aus.
Geppetto. Ich verpasse natürlich wieder die Welt. Ich glaube, die Musik ist. Was ist? Das läuft da im Hintergrund. Hört sich cool an. Das ist wieder so eine Royalty-Free. Also, ich habe Royalty-Free Trip-Hop auf YouTube eingegeben und das kam raus. Also, wenn du das auch machst, Geppetto. Das dritte oder vierte Lied müsste das jetzt inzwischen sein. Von dieser Playlist. Sorry, dass ich so wenig gestreamt habe. Ich hatte echt einen Arsch voll zu tun. Da habe ich gestern aus der Badewanne gestreamt. Und keine Sau war da, beziehungsweise die App ging nicht. Ich habe es dann erst später gemerkt, dass der Stream gar nicht in meiner Library steht. Ja, und dann hat sich das natürlich. Aber gut, ich gebe zu. Also Badewanne ist jetzt nicht unbedingt was, wo ihr was verpasst hättet. Weil ich habe endlich mal einen Penis gezeigt. Aber gut, andern Mal wieder. Einen wunderschönen guten Mittag. A warm welcome to all the visitors visiting. Mal überlegen, wie ich ihm so einen Grinsemund mache mit Zähnen. Ja, das wird noch was hier, ne? Thank you.
Was macht ihr heute? Was macht ihr gerade? Habt ihr gerade Mittagspause? Seid ihr gerade bei der Arbeit? Sag mal, muss man, um auf Twitch zugucken zu können, sich eine Kreditkarte haben? Ein Lehrer meines Sohnes wollte zugucken und sagt, oh, da müsste ich irgendeine Kreditkarte, um einzuloggen. Muss man für einen Twitch-Account eine Kreditkarte angeben? Kann es mal einer bestätigen? OJ Touchdown. Ich kenne den Podcast Liebe Laufen Erdnussbutter, der Typ davon. Also einer von denen war auch schon mal hier, nämlich in Utrecht zum Fat Boys Run Hörertreffen und hat mir Erdnussbutter mitgebracht. Aber ich höre selber kaum noch Podcasts, weil wenn ich abends Zeit dafür habe. Aber ich werde mir den jetzt mal endlich zu Gemüte führen, weil ich wieder vermehrt am Laufen bin. Die letzten Tage und Wochen. Die letzten zwei Wochen. Ich bin Streakrun jetzt. Also nicht nackt über eine Höhe. Man braucht einfach nicht, außer man möchte im Chat. Ah! Also im Chat muss man sich dann schon. Okay, das wusste ich nicht, dass man eine Kreditkarte braucht, um im Chat schreiben zu können. Das ist ja seltsam. Dürfte ich dich nochmal nach der Farbe fragen, ist das eine Art Kreide? Nein, lieber Sensafin, oder wie du heißt, das ist Eulbar, und Eulbar ist nichts anderes als Ölfarbe in hochpigmentierter Form mit weniger Lösungsmittel versetzt. Und so in einen Stift gepresst. Also. Und die hier ist von Sennelier. Warte, Entschuldigung. Und es gibt die aber auch von Winsor & Newton. Und du musst einfach Eulbar suchen, wenn du suchst. Jetzt. Das Beschissene ist, dass die recht teuer sind. Also die können von 6 bis 20 Euro je nach Farbton. Und ich habe das hier vorhin neu aufgemacht und es ist schon, warte kurz, wenn du mal guckst, sind wir schon fast bei der Hälfte.
Nur falls mal wieder jemand motzt, dass meine Sachen so teuer sind. Sind sie ja nicht. Ihr könnt ja heute wieder auf Facebook, auf meiner Facebook-Künstlerseite den Fuku, das Fukuhila-Monster erstehen. Und ja. Und das ist momentan bei, ich glaube, 90 Euro. Entschuldigung, ich versuche so ein bisschen mehr auf die Kamera zu achten. Kurz was trinken. Ich hoffe, deine Frage damit beantwortet zu haben. Ich überlege, ob ich ihm Arme mache oder nicht. Das wäre doch schon ganz lustig. Danke dir, wusste nicht, dass es sowas gibt. Sehr interessant. Probier es mal aus. Es ist von der Konsistenz her ein bisschen wie ein Lippenstift. Von daher, es ist nicht so einfach damit. Es ist, ja, es ist echt ein bisschen schmierig, finde ich, wenn du verstehst, wie ich das meine. Shit. Shit. Das ist natürlich bitter. Wenn das im falschen Moment passiert wäre, das wäre kacke gewesen. Nur so am Rande. Papa. Entschuldigung. Ich bin gerade überlegen. Ich bin überlegen, ob ich ihm Arme machen soll. Das wäre schon irgendwie lustig. Ich glaube, ich mache ihm Arme. Papa, bin leider nicht sehr künstlerisch begabt, aber da meine Studentendasein Anfang des kommenden Jahres endlich vorbei ist, kann ich mir vielleicht bald mal ein Bild von dir in einer Auktion leisten und die Farbe in Natura betrachten. Udala, du willst in Natura betrachten. Natürlich, tu das. Ich finde, es darf auch nicht so ein beschissenes Nonsensbild werden. Den Verlauf habe ich, sowas habe ich schon ganz oft, solche Verläufe.
Also, halt mal, was meinst du denn? Du meinst im Hintergrund den Verlauf des Bildes oder meinst du... Ich habe das ganz oft, dass ich den Bildhintergrund von dunkel nach hell verlaufen lasse. Nur sehen das die wenigsten. Ich habe das immer so als Nostalgieeffekt, weil nämlich nach unten hin oder wo halt es heller wird, das ganze Kontrast verliert dann. Und das sieht eben dann ein bisschen so aus wie so ein altes Kindheitsfoto. Und da Kindheit nun mal mein Nummer 1 Inspirationsquelle ist. Ich freue mich jetzt schon übrigens, dass ich gleich mit der Hellblau die Lichteffekte machen kann. Oh, dann wird auch unten hier in dem Bereich, wo es jetzt noch so der Kontrast gar nicht sichtbar ist und man denkt, oh Gott, erkennt es noch irgendjemand als Hand an, als Fell an, wird dann auch so ein bisschen besser sichtbar. Ups, das ist natürlich sehr intelligent, dass ich hier oben rummal und ich merke, dass ihr da unten guckt. Ach ja, Philipp, du bist der Beste. Kleine Wurstfinger bekommt er. Hallo, du schöner Mann. Wer ist denn das? Wer schreibt denn das? Hallo. Aber ich weiß, du meinst ihn hier, ne? Leider, leider, leider sind die Zeiten, wo man mich als schönen Mann bezeichnen hat, schon lange vorbei. Ab Freitag faste ich wieder. Oh, das wird hart. Aber ich habe Lust drauf irgendwie. Weil es kommt auch gerade gut zusammen mit meinem Lauf wieder anfangen. Freue ich mich drauf. Nur die ersten 2 Tage sind hart. Aber wenn man sich dann einmal an das Nicht-Essen gewöhnt hat. Ich habe ja schon mal 3 Wochen gar nichts gegessen. Also nur Brühe, Gemüsebrühe. Und da auch nur 2 Gläser Saftbrote. Und bin trotzdem jeden Tag meine 10 Kilometer gelaufen. Werde ich wahrscheinlich, meine Freundin sagt, sie würde mich augenblicklich für dich verlassen. Sag mal deiner Freundin, sie hat einen sehr guten Geschmack. Weil sie mit dir zusammen ist, meine ich natürlich. Was auch sonst. Kann deine Freundin mir mal ein paar Fotos oder Freundschaftsanfragen auf Facebook schicken? Deine Freundin hat einfach nur einen guten Humor. Die teast dich doch einfach nur. Und teasen heißt ärgern. Nicht nur, dass man nicht so nur von diesen einschlägigen Seiten, wo ihr das herkennt, jetzt denkt, ja, teasen. Teasy, teasy. Finde ich ja süß, dass du mit deiner Freundin zusammen gerade hier guckst, scheinbar. Dann frage ich mich, wie kommt es dazu? Erzähl mal bitte, wie ihr da sitzt ihr jetzt zusammen im Bett vorm Laptop und denkt so, ey, guck mal, wir gucken ein bisschen Topmoff beim Zeichnen zu. Oder hast du gesagt, guck mal, den Quatsch gucke ich an, wenn ich alleine bin. Und X-Hamster, aber das muss man ja nicht immer dazu sagen. Hello, I'm Megan bla bla bla. And I'm making a survey about watching porn. Fünfzehn! Kennt es jemand von euch? Wem kam das jetzt bekannt vor? Gebt's zu. Oh, ich hab so Lust, aber ich will erst die Zähne machen. Ups. Das ist echt. Die
dieser Ball hier drin? Also. Es ist mir eine Freude mit euch. Noch nie gehört. War es noch nie gehört? Noch nie gehört? Dann gehen wir auf X-Hamster. Sobald man da endlich das Filmchen gefunden hat, was man gucken will, und das neue Tab aufgeht, kommt im alten Tab: Hello, I'm Megan. I'm doing for a survey for X-Hamster. Was einen dann beim Frühsport stört. Mittagspause meines Freundes und ich bin Baby zu Hause. Mit Baby zu Hause. Alle Erotik, alles Knistern. Auf einen Schlag mit dem Baby verschwunden. Nein, wie schön. Wie alt ist das Baby denn? Ich hoffe, ihr kommt durch diese teilweise doch sehr anstrengenden ersten Monate und vielleicht sogar 2 Jahre durch. Ich weiß, jetzt sagt jeder, es ist total das geile Kind. Alles toll, nicht so wie bei den anderen. Erzählt mir keinen Scheiß. Auch ihr habt die schlaflosen Nächte schon gehabt. Auch geil, wenn einem die Kinder das Bett 3-mal hintereinander in der Nacht vollkotzen und man irgendwann keine Bettwäsche mehr hat. Ihr kennt es sicher. Ich hoffe, dass ihr eure Beziehung pflegt, weil das ist ganz wichtig, finde ich, in solchen Zeiten. Und es ist nämlich schon eine Zerreißprobe, finde ich, so eine kleine Scheißmaschine. Sage ich jetzt mal zu so einem Baby, ohne euer Baby da jetzt beleidigen zu wollen, sondern es gilt für alle Babys, auch für die, die ich hatte. Deine Podcasts würden für... Habt ihr denn schon den neuen grenzwertigen Liebe, Sex und Zärtlichkeit Podcast gehört? Wer im Chat hat den schon gehört? Ich sag euch mal, weil ihr ja eingeweiht seid, weil wir bleiben immer in Character. Wir lesen da Originalfragen aus dem Dr. Sommer-Dings vor und beantworten die möglichst geschmacklos und politisch unkorrekt. Aber es gibt keine Grenzen. Also da wird auch gern mal dem Mädchen zum Entjungfern der Vater zum Beispiel und so. Dass man da mal vielleicht den Papi fragt, ob der einem hilft oder so. Sehr, sehr, sehr grenzwertig. Habe ich noch nicht reingehört. Hörst dir mal an, Geppetto. Gibt schon 2 Folgen seit gestern. Dann ist eine spaßige Sache. Wenn man eben kapiert, dass es eine Comedy-Show ist. Wir haben nämlich schon eine Bewertung bekommen auf iTunes mit 1 Stern, wo jemand gesagt hat, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich frage mich immer, was die Leute, dass die Leute... Ja gut, die denken, hey, es gibt ein Wertungssystem, ich muss den Rest der Menschheit warnen. Es hat auch gestern jemand, ich habe es gestern zufällig gesehen, bei Happy Day Podcast gesagt, ja, war tolle Zeit, aber ist mir zu viel Werbung, vielleicht schaue ich in einem Jahr nochmal vorbei. Und er hat dann immerhin 120 Folgen Happy Day gehört, aber Hauptsache nochmal eine 3-Sterne-Bewertung dalassen zum Abschied, so als kleines Dankeschön. Ich würde das nie machen, aber gut. Auch ich habe Leute, Sachen gehabt, die ich nicht mehr geil fand irgendwann. Ja, dann zieht man weiter, finde ich. Lass mal diese Kamera auch so machen. So. Dann kann ich nämlich von hier dahin und dahin. Das ist ein bisschen. Ich sprach eher von Happy Day. Apropos Happy Day. Ich werde. Julie! Hallo Julie! Ich werde mich heute mal mit Patreon auseinandersetzen. Die Usability ist nicht gerade on top. Wie meinst du das? Usability. Ach so, wie man das benutzt. Mach das gerne. Es hat uns eine einen Brief geschrieben. Wahrscheinlich hat ihr Freund ihr erzählt von dieser Aktion, die wir bei Happy Day hatten mit den 100€ Spendern im November und August, dass wir zu einem von denen nach Hause kommen und einen Live-Auftritt machen, was übrigens jetzt demnächst passieren wird. Moin, Julie. Und die hat geschrieben so, hey, ich überlege meinem Freund, euch als Überraschung zu schenken und ich finde, die 100€ sind auch echt angebracht und da kann der
Philipp, weil wir sind in Wien, müsste ja auch nur der Philipp einen Flug zahlen. Dann habe ich gedacht, denkt die echt? Ich meine, da haben ja jetzt dann 6-7 Leute mitgemacht. Es wäre natürlich uns lieber gewesen, es hätten 20 mitgemacht und wir hätten 2000 Euro gehabt und hätten uns dann einen rausgesucht, bei dem wir vorbeigehen. Aber sie hat echt scheinbar gedacht, dass wir für fucking 100 Euro einen Privatauftritt machen, inklusive Reisekosten und Dings. Da kriege ich nicht mal die fucking Flugdings bezahlt. Und dass sie dann noch so ein bisschen gönnerhaft, hey, aber ich finde, der Preis ist auch gerechtfertigt, da kann man nicht meckern. So gerechtfertigt, so als ob man den noch rechtfertigen müsste, ihren völlig unrealistischen Preis. Ich muss mal hier irgendwie noch deine komische Frisur, der hier. Den bin ich noch nicht so richtig zufrieden. Und der Mund kann noch besser. Meine Glatze hier, machst du dir eine Vorskizze oder kommt das alles aus dem Bauch? Hast du meinen Bauch mal gesehen? Da kommt jede Menge raus. Nee, ich habe keine Vorskizze gemacht. Ich habe vorhin bei einem befreundeten Künstler eine Zeichnung gesehen, wo einer ein Vogelgesicht als Nase hatte. Und da kam mir die Idee. Ich meine, ich habe sowas schon mal gemacht, deswegen habe ich die jetzt nicht geklaut. Und da dachte ich, ich könnte mal wieder ein Monster machen mit einer Nase, einem Gesicht in der Nase. Aber wie das genau wird, ich meine, ihr habt ja mitbekommen, ich habe mir noch lange überlegt, mache ich eine Hand dazu, mache ich das nicht. Die Frisur war auch noch nicht vorher. Darf man fragen, wie es mit Alexi, wird das so geschrieben? Sehr gut. Darf man fragen. Natürlich sehr privat und ich will das auch, aber nein, es läuft gut. Es ist zum Glück wieder gut. Und da bin ich sehr, sehr, sehr happy mit. Ich meine, Ehe ist immer ein Kampf. Aber nein, nein, klappt gut. Danke der Nachfragen. Dieses Lied war auch schon mal im Chill-Mix, glaube ich. Ja, danke, Gepetto, finde ich auch schön zu hören. Kannst du ein bisschen was zu der Technik erklären? Habe von Kunst null Ahnung, malst du mit Kreide, fällt die nicht ab? Das lieber, Schatzi, und lustigerweise bist du der Zweite schon, der das fragt, aber ich beantworte es auch gerne noch ein hundertstes Mal, ist eine Oilbar, das ist Ölfarbe. Und wenn die einmal getrocknet ist, wie zum Beispiel dieses Bild, was es, glaube ich, morgen zu erstehen gibt, ich finde, dann ist da gar nichts, was da abgehen kann. Dann ist es einfach nur
Ölfarbe, die getrocknet ist. Es ist einfach mit weniger Lösungsmittel, als wenn man es in der Tube kauft. Sehr hoch pigmentiert, also dass es besonders kräftig ist. Ich habe eigentlich noch niemanden erlebt, der nicht gesagt hat, dass meine Bilder, wenn man sie in live sieht und man sonst nur aus dem Internet kennt, dass sie extrem strahlen. Und das ist jetzt kein Eigenlob, sondern das hat mit der Farbe zu tun. Und natürlich, dass ich von dunkel auf hell baue, was sonst auch keine Sau macht. Also zumindest, ich kenne jemanden, der mit Oilbar so arbeitet, dass er den Hintergrund... Hollywood Babylon gibt es noch. Hab das damals... Hä? Freund und Supporter. Der Elefantensprung? Ich weiß gar nicht, was sie meint mit dem Elefantensprung. Elefantensprung? Was für ein Elefantensprung? Ach so! Ich weiß es. Ha, beim Pool. Bei meinem Schwiegervater. Ja, das weiß ich noch. Hollywood Babylon. Ich will jetzt nicht über die Kollegen lästern. Habe ich auch mal eine Weile gehört. Ich fand, es war aber dann irgendwann immer dasselbe. Es war immer David Bowie, der was gesungen hat. Für irgendjemand im Raum, es war immer, also der Typ halt und Tinseltown Sticks. Ich habe irgendwie, muss ich sagen, und das geht vielleicht auch vielen Leuten dann mit meinem Podcast so, aber ich habe sehr viel Kevin Smith gehört kurzzeitig, weil es halt, das war auch in dieser Zeit, wo es einfach noch nicht so viel Podcasts gab, muss man dazu auch sagen. Aber irgendwann ist es dann echt, mir gab es so einen Overdose-Effekt und habe ich gar nicht mehr gehört. Habe ich sie alle deabonniert, weil ich sie einfach mir die Festplatte nur noch voll gerotzt haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß denn der andere? Smodcast, genau, den habe ich auch noch kurz gehört. Der hat mir sicher geholfen, auch völlig schamfrei zu reden. So wie wir, und das soll mal keiner leugnen, auch vielen anderen deutschen Podcasts geholfen haben, schamfrei und über ihre Kindheit und so zu sprechen. Ja, was meinst du, wie das für mich war? Für mich war das auch harter Tobak. Ich habe das nie für möglich gehalten. Nie. Aber manchmal, ich hoffe, die Folge ist inzwischen runtergenommen. Ich habe zumindest mal den Roman drum gebeten. Inzwischen finde ich auch, dass das nicht sein muss. Die ist inzwischen runter. Ah, cool. Wow. Wir hatten mal so einen komischen Pickup-Artist. Da habe ich echt den Roman, ich weiß nicht, wie lange es das gedauert hat, bis der Podcast unten war. Der wollte dann irgendwann nicht mehr, dass das oben ist. Die Pickup-Artist-Folge, oh Mann, ja, ich reg mich da nur auf. Das
waren da einfach in meinen... ich mag das nicht. Ich mag nicht, wenn Leute, die, glaube ich, Probleme mit sich haben, dann diese Klischees bringen. Frauen brauchen, wollen keine netten Männer, die wollen Arschlöcher als Freunde und so Blödsinn. Ich glaube, dass das, was sie meinen und sich nicht trauen zu sagen, ist, Frauen wollen Leute, die so ein bisschen Selbstbewusstsein auch den Pickup-Artist fand ich verglichen mit anderen Exemplaren der Fraktion ganz human. Ja, er hat sich halt danach ewig beschwert, dass ich ihn total unfair behandelt hätte. Und nur wenn ich halt nachgefragt, ich fand halt diese Klischees mit diesen, das habe ich halt nicht akzeptiert, ich mag das nicht. Und ich habe momentan auch so einen in meiner Facebook-Timeline, der immer nur irgendwelche bescheuerten Frauen-Memes und Klischees-Dings, wo ich denke, hey, du bist desperate. Die Leute sind auch meistens echt desperate, also total verzweifelt und das strahlen sie aus jeder Pore aus und jede Frau, die sie ansprechen, sprechen sie total nicht mehr locker an, sondern ich würde da als Frau auch sofort ablocken, wenn so ein Typ kommen würde. Ganz ehrlich. Da hat man noch nicht das Gefühl, dass sich einer einen in einen verknallt hat, sondern da ist einer desperately auf der Suche nach einer Frau. Es gleitet jetzt ein bisschen ab, dieses Zeichen-Session, aber... Ich muss bald auch auf YouTube streamen. Wenn es wirklich so ist, dass man Kreditkarte irgendwie, um einen Vorschlag schreiben zu können, ist ja kacke, das will ich nicht. Warte kurz. Hey! Chemsor hat 1 Euro donated. Vielen Dank, Chemsor. Hey, immerhin kam Alert. Cool. Also ich weiß jetzt nicht, ob auch ein Sound kam. Das kann ich nicht hören. Kam auch ein Sound, Leute? So ein Tippi-Alert-Sound dazu? Aber auf jeden Fall vielen Dank. Diese Walter-Mörs-Vergleiche, die gehen mir richtig auf den Sack. Ich kenne von Walter Mörs das kleine Arschloch und scheinbar ist er inzwischen auch mit Monster. Ich kenne aber jemand, der hat einen Comic für Walter Mörs gezeichnet. Irgend so eine Fantasy-Geschichte oder sowas. Und das muss ziemlich... also ich habe nur das Cover gesehen und bin sehr begeistert. Aber das war eben für Walter Mörs. Soll ich mir diesen neuen League of Scheißendreck angucken heute? Also mit Batman und Wonder Woman und so. Ich meine, der kann doch nur scheiße sein. Oder soll ich mir den Mord im Orient Express angucken? Aber ich meine, dass mir jemand mal den Twist verraten hat und dann ist es eigentlich ziemlich witzlos. Also den Twist halt, wer es gemacht hat, wer der Mörder ist. Du musst es nicht leid tun, ich glaube nur die Kombination Farbe mit Augen habe auch vor kurzem
erst sein Buch gelesen, kommt vermutlich daher. Ich könnte nur Rocket Beans Meinungen wiedergeben, enthalte mich also. Hä, verstehe ich nicht. Wie meinst du mit Rocket Beans Meinungen? Du musst dich nicht enthalten, du darfst sagen, was du willst, Jay. Mach dich locker. Es scheint ja irgendwie eine Gemeinsamkeit zwischen Walter Mörs und mir zu geben, aber ich bin bis auf früher das kleine Arschloch überhaupt kein Konsument seiner Werke und will damit nur deutlich machen, dass ich das nicht jetzt irgendwie nachempfunden ist oder abgemalt oder wie auch immer, sondern wie meinst du es mit Rocket Beans? Er meint wahrscheinlich, dass er Kino Plus gesehen hat und nur diesem... Ach so, jetzt, ich bin schon wieder klar, es ist natürlich... vergesse immer den Zeit... Dinger... Faktor. Was haben die denn geschrieben? Haben sie auch gesagt, dass der scheiße ist? Oder haben sie gesagt, dass der gut ist? Dass man ihn sich angucken soll? Danke. Gutes gelingt, Chemsor. Ich muss jetzt wieder auf Arbeit. Meine Freundin bleibt und euch jegliche Erlaubnis erteilt. Wie, deine Freundin bleibt und uns da jegliche Erlaubnis erteilt, mit ihr was zu machen? Mit ihr was zu machen? Er schenkt den Chat seine Freundin. Samt Baby. Hört mal, wisst ihr was? Könnt ihr nicht mal so, es sind ja ganze 10 Leute, jetzt so nebenbei als kleine Nettigkeit auf... ich habe übrigens noch einen anderen neuen Cast, Mathelehrer mit Mundgeruch, zusammen mit dem Ricky. Wollt ihr nicht alle bei iTunes vorbeigehen und den Liebe, Sex und Zärtlichkeit Podcast... 5 Sterne und eine tolle Bewertung geben. Wegen bester Podcast, den ich in meinem Leben gehört habe. Sehr informativ. Und so hat mir geholfen. Ihr müsst vielleicht ein paar Minuten vorher reinhören, weil es ist wirklich politisch sehr unkorrekt. Ich überlege, ob ich jetzt im Hintergrund auch noch Monster mache. Oder ob ich hier mit Pinsel einen schönen Hintergrund pinsel. Schwierig, schwierig. Ich habe nicht mal mitbekommen, dass du einen neuen Podcast-Projekt hast. Shame on me. Ja, das neue Podcast-Projekt heißt Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Und Seite... letzter Woche oder so online. Ich muss mal ganz kurz auch ein Tuch holen, damit die Kamera, die jetzt voll mit Farbe geschmiert ist, weniger voll mit Farbe geschmiert ist. Und dann gucke ich mal, ob ich Farbe habe. Wäre schön, da ein bisschen rumzupinseln mit irgendeinem abgefahrenen Farbton. Hätte ich auch mal wieder Bock drauf.
hier, kannst du mal einen von den Jungs hochschicken, mir ein paar Pinsel bringen aus der Küche? Pinsel aus der Küche bringen! Oh. Da bin ich schon wieder! Da bin ich schon wieder! Hallo! Muss mal gucken. Ja? Hier. Oh nee, bring mal. Sind das alle Pinsel, die ihr habt? Nein, die sind auch ganz kleine. Bring mal andere, bitte. Und ganz kleine? Nee, verschiedene. Bring einfach alle, die du findest. Okay, dann hast du den hier schon mal. Okay, danke. Super. Oh, darf ich mal sehen? Oh Mann, die sind alle verrotzt. Guck mal, ob ich da einen guten Ball finde. Ich glaube, ich nehme. So, das sieht aber echt cool aus. Seine Nase. Ich finde auch seine Nase echt cool. Das freut mich sehr viel. Und den finde ich echt cool. Den da, den Fukuhila. Den gibt es heute zu ersteigern, Sam. Als hätten wir es. Zu ersteigern. Weißt du, was ersteigern ist? Nein. Dass man jeder Geld bietet und der am meisten Geld geboten hat, der darf's haben. Dann mache ich mit. Nee, du bist jetzt schon jenseits deines gesparten Taschengeldes. Okay, Damit hört es doch schon auf. Was? Dann ist es doch schon vor. 20 Euro? Nee, Pupsi, es ist jetzt, glaube ich, schon bei 100. Tut mir leid. Dann gewinne ich nie. Du bist gerade im Live. Vorsichtig, hast du dreckige Hände jetzt? Gott. Interessant, dass ihr zu Hause Deutsch sprecht. Sprechen deine Kids gleich gut beide Sprachen? Ja, sprechen besser Holländisch. Ich mache ein bisschen Weiß rein, dann deckt das noch besser. Erzähl doch mal ein bisschen. Was machen die anderen 10, 9 Leute? Wir wissen jetzt, dass da eine arme Frau zu Hause mit dem Baby ist, während der Mann auf der Jagd ist nach Geld, um diese junge Familie zu ernähren. Aber der Rest, was ist mit euch? What's your excuse?
um hier abzuhängen. Was ist euer Tag heute? Es ist übrigens wundervolles Wetter. Und ich bin heute Morgen bei so semi-tollem Wetter laufen gewesen. Und es ist gerade echt Sonne ohne Ende. Welche Webcam benutze ich? Ich benutze die Logitech, wie heißt die nochmal, C920 oder sowas, kann das sein? Nee, es ist natürlich, muss man nochmal zu dem Thema, dass wir Deutsch sprechen zu Hause. Ich bin der festen Überzeugung, dass man in seiner Muttersprache sich mit seinen Kindern unterhalten sollte. Deswegen finde ich, es hat auch nichts mit Integration zu tun oder mangelndem Integrationswillen, wenn türkischstämmige Bürger ihre Kinder muttersprachlich oder türkisch, selbst wenn sie in Deutschland geboren werden, weil das hat natürlich was damit zu tun. Meine Mutter spricht zum Beispiel nicht Holländisch. Wenn meine Kinder nicht Deutsch sprechen würden, könnten sie sich nicht mit meiner Mutter unterhalten, mit ihrer eigenen Oma. Und so ist es dann halt auch teilweise bei den Türken in Deutschland. Zumal das auch einfach so ein bisschen so eine Sache ist, dass man seine Wurzeln nicht komplett verleugnen muss. Das hat aber nichts damit zu tun, dass man eventuell sich nicht als Deutscher fühlt. Oder nee, nicht Deutscher fühlt. Das ist auch wieder Blödsinn, dieses Deutscher fühlen. Fühlst du dich nicht deutsch? Ich glaube, ich könnte hier noch 100 Jahre leben. Ich würde mich nie holländisch fühlen. Ich fühle mich hier total wohl. Aber ich bin nun mal nicht holländisch. Ich bin nicht in Holland geboren, ich bin in Deutschland aufgewachsen und fühle mich, wenn überhaupt Europäer, aber eher deutsch als holländisch. So ein bisschen rumgeschwafle. Welche Sprachen kommen denn dort in der Schule noch dazu? Englisch kommt dazu und ich glaube, sie können sich, es ist heutzutage ja zum Glück so, dass Schule immer fachunspezifischer wird und sie sich das selber raussuchen können. Aber Deutsch kommt auf jeden Fall in der Schule noch dran.
Natürlich die Frage, lassen wir sie Deutsch in der Schule nochmal lernen? Oder machen sie das, weil sie dann eher easy bessere Noten haben? Weil warum auch nicht eigentlich? Weil sie haben durch das Zweisprachige ja erstmal einen Nachteil. Grundsätzlich. Ich muss mal ein bisschen Wasser holen, Leute. Nehmt es mir nicht übel, aber die Pinsel, die trocknen langsam. Eigentlich bin ich in 2 Sekunden wieder da. Es ist eine schöne Zeit, wo man so denken kann. Ich lese gerade das Buch Wir Strebermigranten, wo es um polnische Einwanderungsgeschichten geht, die ganz schnell Deutsch sprechen, ohne Akzent gelernt haben, um nicht aufzufallen und anzuecken. Wie lange habe ich gebraucht, die Sprache zu lernen? Es ist so schwer zu sagen, weil wann beherrscht man eine Sprache wirklich? Ich glaube, dass ich immer noch ganz selten Fehler mache. Ich habe noch immer einen Akzent, aber ich konnte nach 3 Monaten einigermaßen sprechen. Allerdings wollte ich es auch, habe gebüffelt, habe schon in Deutschland einen Kurs gemacht. Also ich bin nicht einfach hierher, bin rumgehangen und habe gehofft, dass ich so die Sprache lerne. Was denn? Bücher liegen nur für Kost. Hä? Die Bücher liegen nur für Kost. Na sowas. Welchen Kast? Wovon redet ihr? Auf eine. Wie heißt die Schrank wieder? Schrank. Auf ein nein. Auf auch auf dem jetzt da oben auf dem Ofen. Ja, auf dem Ofen. Ja, da liegen Bücher. Ja, und die sind neu. Oh. Vielleicht komme ich ja gleich runter und guck mal die Bücher an, wenn ich eine Pause mache hier vom Malen. Hallo. Ja? Ja, tschüss. Das wird echt schön. Guck mal hier. Sag auch mal Hallo. Sag mal so Hallo. Hallo? Hallo. Tür zu. Ach ja. Gibt's was Süßeres als Kinder? Es gibt nichts, was das Leben mehr erfüllt und was einen mehr Nerven kostet. Aber man kriegt ja so viel dafür zurück. Entschuldigung.
14 Menschen bei diesem wunderschönen Wetter. Ich weiß nicht, ob ihr auch so schönes Wetter habt. Nur mal kurz so, damit ihr seht. Na, na, ist das tolles Wetter oder ist das tolles Wetter? Ich würde ja sagen, das ist tolles. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, es ist tolles Wetter. Gleich wieder. Und noch mehr Fuck. Oh Mann. Ist gerade alles aber sowas von schief gelaufen, das gibt's gar nicht. Oh oh. Ja, das kriege ich noch gefixt. Keine Sorge. Aber es nervt. Weil es auch noch hier... ich sag euch, wenn irgendjemand mal sich die Mühe macht und alle Verrocker-Clips, die ich jetzt schon hatte mit, wo ich Sachen verrockt habe, zu einem Filmchen macht, dann kann es sehr unterhaltsam sein. Hier auch noch gleich das Ding umgenockt habe. Ach Mann. Entschuldigung, gleich bin ich... Oh, fuck, echt. Ach Gott. So. Muss ich hier. Alter Schwede. Ich hätte kurz gedacht, das war's. Aber der Boss hat es gefixt. Aber was sagt uns das? Nicht zu gierig werden, mit wie viel Farbe wir auf den Pinsel hauen. Muss man die vielleicht doch öfter mal nachnehmen, bevor es dann so dick darunter kleckst. Das war eben kurz schwitzen. Habt ihr denn zumindest gelacht? Hallo Frame Geek! Wie ein bestes Wetter. Ihr habt alle auch gutes Wetter, das freut mich sehr zu hören. Na. Okay. Chemsor hat gesagt, sie zeigt Nudes für jedes Funko Pop, was ich zeige. Wann hast du versucht, die zu erkennen? Hat man das gesehen vorhin? Ich kann die gleich mal durchgehen mit euch. Ich hatte gestern gehofft, dass meine Loot Crate kommt, aber das war dann doch nur eine große Lieferung meiner hauseigenen Teddy Toys.
bitte erstmal mit dicker Nadel, mit heißer Nadel gestrickt. Und nachher, aber ich mache erstmal die Details. Die Playlist etwa vorbei? Zu jedem anderen. Was? Ich muss wieder Twitch spielen. In jedem anderen Stream würde ich diese Aussage bezweifeln. Ja, ja, ich glaube natürlich kein Wort, dass die mir Nudes bringt. Aber ich will auch gar keine Nudes von wildfremden Babymamas. Wir kommen schon genügend Mut auf X-Hamster. Und mehr brauche ich nicht. Dann habe ich ja noch meine Frau. Ich habe auch neue Lampen bestellt, da freue ich mich so drauf, wenn die mal kommen. Ich muss die ganze Zeit, wenn ich dieses Ding hier sehe, muss ich in meiner YouTube-Dings, irgendwie will YouTube unbedingt, ich weiß auch nicht warum, weil ich habe mit dem Typen auch nichts am Hut, dass ich mir das Filmchen ein echter Zuhälter guckt sich Kollega-Interview an oder sowas. Auf hiphop.de oder so. Und da sehe ich immer so ein Foto in meiner rechten Spalte als Vorschlag. Und weil ich das jetzt schon so oft gesehen habe, muss ich bei dem, die Frisur ist es wahrscheinlich, muss ich bei der Nasenfresse von diesem Monster hier an diesen echten Zuhälter, also echter Zuhälter, so wird er halt genannt. Müsst ihr mal gucken. Guckt mal auf YouTube. Wenn ihr schreibt echter Zuhälter und Kollega, dann werdet ihr wahrscheinlich das sehen. Oh fuck, ich muss mir kurz
Tuch holen. Wenn wir heute eins gelernt haben, dann, dass ich in Zukunft auch hier einen Blaumann anziehen muss. Ich habe mir schon wieder die... Ach, meine Frau wird sich freuen. Da steht die total drauf, dass alle meine Hosen irgendwo Farbflecken haben. Aber gut, da muss man halt auch keinen Künstler heiraten. Hey, dir auch einen schönen Tag, Deadbuster. Also Leute, ihr wisst, ne, wenn ihr eurem Liebsten ein Geschenk machen wollt, ich habe diese Woche jeden Tag bis Freitag eine Auktion, wo ihr für kleines Geld... Ich überlege mir auch, weil letztens hier irgend so ein Cheap-Ass
gesagt hat, er wartet mal wieder auf einen Sale. Und damit meinte er aber meine Siebdrucke für 2 für 1. Und vielleicht muss ich das machen doch, dass ich so einen, naja, zumindest 60 für 2 statt 50 für 1 oder sowas. Da mache ich das nämlich. Vielleicht. Und dann werden wir mal... Ups. Ist das überhaupt die richtige Seite? Machst du auch Auftragsarbeiten in dem Sinne, dass ich sage Fuchs und du machst dann was draus? Aber natürlich, Kemsor. Natürlich mache ich auch Auftragsarbeiten. Es gibt Sachen, wo ich dann sage, ah, da habe ich gar keinen Bock drauf, aber ich habe zum Beispiel mal einen Arschtiger machen sollen. Arschtiger und Biberbär war nämlich die Kosenamen eines Pärchens. Und dann habe ich wirklich einen Tiger gemacht mit einem Arschgesicht. Also so Tigerfell, 2 dicke Backen als Mund. Und es kam sehr gut an, der Arschtiger. Ich glaube, ich bin fertig. Also ich bin eigentlich sehr happy. Ich kann mal kurz gucken. Ich glaube, dadurch sieht man es besser. Achso, da wollte ja noch jemand Nudes schicken, wenn ich meine Funkos sehen lasse. Mal noch ein bisschen... Delinquent Habits habe ich echt groß abgefeiert, muss ich sagen. Habe ich letztens mal wieder. It wouldn't be LA without Mexicans. It wouldn't be LA without Mexicans. Geiles Lied. So, Kinders. Moin, Mr. Troll 74. Du hast dasselbe Baujahr wie ich. Das alleine macht dich schon zu einem besonderen, wertvollen Menschen. Achso, ich kann euch mal zeigen, was heute in der Auktion ist. Der Fokuhila Monster. Das Fokuhila Monster ist heute in der Auktion. Problem? Noch ein Problem? Besser ist das. Und ich glaube, morgen ist dieses Bild, wenn das nicht das geilste Weihnachtsgeschenk ist. Ihr könnt jetzt schon drauf bieten übrigens. Und am Freitag ist der Love Me Ständer. Und ich mache heute noch 2 Bilder. Ich weiß nicht, ob heute... Oh Gott, hoffentlich bin ich jetzt nicht da. Ich weiß nicht, ob heute Mittag oder heute Abend... Muss man mal gucken, wie das Kinoprogramm heute aussieht. Und
Tja, ich würde jetzt gern sagen, hey, ich bin auf jeden Fall in einer halben Stunde wieder online. Aber ich weiß es nicht. Die Chance ist groß. Es kann aber auch sein, dass ich denke, ey Leute, ich muss mal wieder ins Kino. Ich habe ja noch einen Filmpodcast, den ich als Ausrede dafür nehme, unter der Woche einfach ins Kino zu gehen. Von daher, ja, ich muss die Pinsel hier noch richtig sauber machen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich bin heute auf jeden Fall nochmal online, sage ich jetzt einfach mal so. Ich habe übrigens mir ein Mauspad machen lassen von einem ehemaligen Ausgezeichnet-Auftrag. Das war ein Alien, das sich als Monster, als Bär verkleidet hat, in einem Bärenkostüm. Habe ich gedacht, letztlich brauche ich ein Mauspad, hier kann ich immer auf dem Tisch rummachen. Und habe ich gedacht, ach komm nicht so schnell so ein Ding. Und dann habe ich gesehen, dass ich hier eine von den ausgezeichnet Rob Boss-mäßigen Zeichnungen. Und dann habe ich das gemacht. Ich habe übrigens inzwischen schon, wow, 4904 Views und 430 Follower. Ich weiß noch gar nicht, ob ich ins Kino gehe. Fuchs, hast du die Gans gestohlen? Wenn ja, gib sie wieder her. Denn sonst wird dich der Jäger holen. Mit dem Schießgewehr. Ich weiß noch nicht. Vielleicht bin ich auch in einer Viertelstunde wieder da und denke, komm, ich bin lieber fleißig. Oder ich würde eigentlich, warum bin ich heute Morgen schon laufen gewesen? Ich würde ein bisschen nochmal laufen gehen. Und zwar richtig und nicht nur so fucking 5 Kilometer. Ich bin heute Morgen auch mit meiner Frau laufen gewesen. War wunderschön, aber war sehr langsam mit einigen Gehpausen. Aber gut. Ich wünsche euch was. In diesem Sinne, ich hab euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.